In diesem Video versuche ich im neuen DLC für Pokémon Karmesin und Purpur innerhalb von gerade mal 24 Stunden so viele Shiny-Pokémon wie möglich zu finden. Mit dem Ziel, mindestens ein Shiny-Pokémon pro Stunde zu fangen. Manche Pokémon waren dabei sehr ergiebig, andere wiederum brachten mich an den Rande der Verzweiflung. Doch wie liefen meine ersten Shiny-Hunts im DLC? Was haben die Welten von Kitakami Shiny-mäßig zu bieten? Und kann ich tatsächlich 24 Shiny in 24 Stunden fangen? Das finden wir heute gemeinsam heraus. Oh, und by the way, was würde besser zu all diesen Shiny-Pokémon passen als die dazugehörigen Shiny-Karten? Okay, noch mehr Shinies. Aber falls ihr auch Interesse an Pokémon-Karten habt, dann empfehle ich euch doch mal bei meinem Partner Gate to the Games vorbeizuschauen. Dort findet ihr eine gigantische Auswahl an TCG-Produkten. Von Pokémon über Yu-Gi-Oh! Bis hin zu Magic und One Piece ist alles mit dabei. Von Boostern, Displays, Tins, Decks, Top-Trainerboxen bis hin zu speziellen Sammlerkollektionen und auch Plüschis ist alles dabei, was euer Pokémon-Herz begehrt. Und ja, natürlich könnt ihr auch Einzelkarten dort bekommen. Viele meiner Shiny-Karten aus meinem Binder stammen tatsächlich auch von Gate to the Games. Meine persönlichen Favoriten? Das strahlende Jirachi und das klassische schwarze Glurak. Ich habe auch vor kurzem das neue 151-Set von Gate to the Games live im Stream geöffnet und ja, Glurak und ich haben eine gewisse Connection. Und, oh, wir sehen was. Wir haben Glurak EX in Alter! Und obendrauf spart ihr mit dem Code FanMateTim 5% auf alle Produkte. Also schaut gerne bei Gate to the Games vorbei und nun geht's weiter mit dem Video. Die Kitakami-Provinz. Das Ziel unseres Schülerausfluges, Austragungsort einer spannenden neuen Geschichte und Heimat unzähliger cooler neuer Shiny-Pokémon, die schon auf uns warten. Am 13. September, pünktlich zum Release, machte ich mich also auf den Weg in die Region, um ihre Mythen und Legenden zu erkunden, um diese neue Kultur und ihre Welt kennenzulernen. Und in den 9 Stunden, die ich gebraucht habe, um die Hauptstory des DLCs zu beenden, habe ich sage und schreibe 0 Shinies gefunden. Ja, ich weiß, guter Start. Und mit 9 Stunden Spielzeit bin ich ja auch nicht gerade durch die Hauptstory durchgerusht. Nein, ich habe fleißig erkundet, Raids gemacht und alle möglichen Pokémon gefangen. Und während ihr mir in meinem Twitch-Chat quasi im Minutentakt erzählt habt, welchen random Shiny-Pokémon ihr begegnet seid, was mich natürlich sehr für euch gefreut hat, blieb ich die Reise über leider Shiny-los. Was mich in erster Linie dazu motivierte, diese Challenge überhaupt zu starten. Zeit also, meine Shiny-Losigkeit endlich zu beenden. Der Timer läuft ab jetzt. Okay, doch welches von den 200 Pokémon im Kitakami-Deck sollte ich als erstes angehen? Nun, zum Glück hat Game Freak daran gedacht, dass es Leute wie mich gibt, die in ihrem Playthrough keinen einzigen Shiny-Pokémon über den Weg laufen, weshalb es ein verstecktes Shiny-Pokémon gibt, das man im Spiel finden, sich erarbeiten und freischalten kann. Und das ist nicht nur an sich ein sehr besonderer Shiny-Hunt, dieses Shiny wird auch ein besonderes Zeichen tragen. Und dafür begab ich mich als allererstes zum Oni-Austreibungsspiel. Dieses Minispiel kennt ihr sicherlich noch aus der Hauptstory vom Maskenfest. Hier geht es einfach nur darum, Ballons platzen zu lassen und die Beeren daraus in den vorgesehenen Sockeln der passenden Farbe unterzubringen, bevor die Zeit abläuft. Aber Achtung, das Futter lockt auch wilde Pokémon an, die euch die Beeren stehlen wollen. Und manche davon sind ein regelrechter Jumpscare. Here's Johnny. Bei diesem Spiel gibt es 3 Stufen. Einfach, normal und schwer. Aber wenn ich sage schwer, dann meine ich wirklich wirklich schwer. Ich schwöre, irgendein Game Freak-Mitarbeiter hat sich die Kritik, dass Pokémon-Spiele zu einfach würden, zu Herzen genommen und gesagt, oh, ist das so? Da es nahezu unmöglich ist, über 100 Beeren zu sammeln und gleichzeitig die Sockel zu verteidigen, schloss ich mich mit einigen freundlichen Zuschauern zusammen und versuchte, gemeinsam mit ihnen die schwerste Stufe des Oni-Austreibungsspiels zu bestehen. Und rückblickend weiß ich gar nicht, was die größte Herausforderung bei diesem Spiel ist. Die unzähligen Beeren, das knappe Zeitlimit, die ganzen gefräßigen Pokémon? Oder die Tatsache, dass man all das in gefühlt 10 FPS schaffen muss. Aber am Ende des Tages konnten wir das Oni-Spiel auf der höchsten Stufe abschließen. Und hey, abgesehen von den furchtbaren Lags hat das echt Spaß gemacht. Zumindest im Team. Hätte ich das alleine versucht, wäre das vermutlich damit geendet, dass ich weinend in meiner Dusche sitzend Eiscreme verdrückt hätte. Aber es ging alles gut und zur Belohnung bekamen wir alle ein Shiny Mampaxo mit dem Listigkeitszeichen geschenkt. Welches übrigens das einzige Shiny aus dieser Challenge ist, das bis heute keinen Spitznamen bekommt.
bekommen hat. Also lasst gerne einen coolen Namen für den kleinen Fratz in den Kommentaren da. Somit habe ich mir nach circa einer Stunde mein erstes Shiny-Pokémon erarbeitet. Und hey, das war wirklich ein spaßiger Hunt und ein guter Anfang für die eigene Kitakami-Sammlung. Aber natürlich ist es nicht dasselbe wie ein herkömmlicher Shiny-Hunt. Diesen begann ich dann einen Tag später und checkte dafür erstmal, welche massiven Aufläufe ich in Kitakami so hatte. Oh mein Gott, der Bus! Akub ist nicht nur ein nices Käfer-Pokémon, sondern auch ein fantastisches Shiny, das ich damals in Sonne und Mond sogar gehuntet und bekommen habe. Aber ich habe es nicht mehr. Ich weiß auch nicht, was mit ihm passiert ist, aber sein Platz im Pokémon Home ist genauso leer wie mein Herz. Also ist dieser Outbreak nicht nur ein cooler Shiny-Hunt, sondern auch Traumatherapie. Wie praktisch. Zeit, sich also ans Werk zu machen. Für diejenigen, die nicht vertraut damit sind, wie man in massiven Aufläufen Pokémon Shiny huntet, hier ein kurzer Überblick. Je mehr Pokémon man in einem Outbreak besiegt, desto höher die Shiny-Chance. Das erste Mal steigt sie nach 30 und das zweite Mal nach 60 besiegten Pokémon. Zusammen mit dem Schillerpin haben wir dann eine ziemlich hohe Chance, hier auf ein Shiny-Pokémon zu treffen. Wenn wir dann auch noch mit Geheimgewürzen ein Schillerkraft-Sandwich zubereiten, steigt die Shiny-Chance sogar noch weiter an. Allerdings ist das bei Outbreaks durch die hohe Anzahl an Pokémon, die spawnen, meiner Meinung nach nicht wirklich notwendig. Okay, und zugegeben, ich habe fast nie Geheimgewürze am Start. Ich muss regelmäßig betteln, damit mir jemand ein scharfes Geheimgewürz dalässt. Es gibt zwar eine gute Möglichkeit, hier im DLC neue Geheimgewürze zu bekommen, aber... Ja, dazu kommen wir noch. Nachdem ich also entgegen jeder Vernunft mein letztes Hemd gab, um doch noch ein Schillerkraft-Sandwich für diesen Hunt zuzubereiten, konnte ich also endlich damit beginnen, die Busse und damit vermutlich die gesamte Infrastruktur von Kitakami zu vernichten. Und einige Zeit später, als die Wirkung des ersten Sandwichs fast beendet war... Tim, wann Piano-Stream? Kannst du jetzt sofort haben, einen Moment. Nicht bei dem Sportwitz. Ein roter Bus. Let's go! Da ist es, das erste wirklich gehuntete Shiny aus der Kitakami-Provinz. Und die Redemption für das verschollene Akub meines Sonne- und Mondspielstandes. Somit fing ich es und nannte das kleine Ding Piano. Und nicht nur das, dieses Shiny trug sogar das Gängigkeitszeichen, was ihm den Titel Menschenfreund verlieh. Ein wirklich fantastischer Start in die neue Shiny-Hunting-Ära. Ich meine, guckt euch das Ding an. Das ist wirklich ein Bus, den man nicht verpasst will. Tut mir leid. By the way, habt ihr das Pokémon gesehen, mit dem ich das Akub gehuntet habe? Das hier. Das hier ist Swiffers. Swiffers wollte euch nur höflich daran erinnern, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefällt und den Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt. In diesem Video steckt nämlich jede Menge Zeit und Arbeit und Swiffers würde sich freuen, wenn ihr seine Anstrengungen wertschätzen würdet. Okay, weiter geht's. Ich brainstormte nun mit meinem Chat gemeinsam, welches Shiny wir als nächstes hunten wollten. Und wir hatten nur gute Inputs. Oh mein Gott, totes Holz wäre auch super. Der Chat hatte also entschieden, Totes Holz, aka Paragoni, sollte das nächste Ziel sein. Ein Shiny, das ich schon seit Ewigkeiten mal hunten wollte und wirklich eines der besten aus der Kalos-Region. Also machte ich mich auf in die Tiefen des Immerwaldes und machte dort ein Shiny Geist-Sandwich. Das sorgte dafür, dass noch weitaus mehr Geist-Pokémon als nur Paragoni spawnten, wie Tromborg, Lichtel, Latenecto oder Mimikma. Aber ehrlich gesagt, jedes davon wäre mega cool gewesen. Außerdem, da das hier kein Outbreak ist, musste ich mal zur Abwechslung nicht die gesamte Population einer Pokémon-Spezies ausrotten, was eine nette Abwechslung war. Die Jagd selber gestaltete sich jedoch als durchaus anstrengend. Wir hunteten die ganze Nacht erfolglos. Die Sonne ging schon langsam wieder über Kitakami auf, als plötzlich... Du bist kein Baum. Wer tanzt hier aus der Reihe? Kein Baum, ignorier's. Okay, Mimikma, es tut mir leid. Oh mein Gott, es kommt hinterher. Nun, das war zwar nicht, was ich suchte, aber Mimikma ist so nice. Und ehrlich gesagt, bin ich überrascht, dass ich das überhaupt so schnell erkannt habe. Aber ich persönlich liebe einige dieser subtilen Shiny-Formen, so wie die von Mimikma. Und es erinnert mich sehr an das Mimikma von Lola aus dem Sonne und Mond Anime. Also ein sehr cooler Fund. Ich nannte es Imposter und nutzte die letzten 6 Minuten, um weiter nach Paragoni zu suchen. Wird schon seine Richtigkeit haben. Ups. Wow, das ist aber ein großes Paragoni. Das ist einfach ein ganzer Busch. Wenn man bedenkt, dass Paragoni laut Pokédex-Eintrag in Wahrheit Kinderseelen sind, die im Wald gestorben sind, hat diese Aussage sogar eine gewisse makabere Wahrheit. Die Suche schien jedoch weiterhin nicht erfolgreich zu sein. Die Wirkung des Sandwiches war schon fast abgelaufen, als plötzlich... Hallo Felia, oh mein Gott, dieses Sandwich ist cracked. Oh, der ist wunderschön. Aus dem Weg, du versteckst unseren Engel.
Somit fand der Holzkopf schließlich doch seinen Weg ins Team und hey, wir haben hier wirklich zwei fantastische Geist-Shiny-Pokémon gefunden. Da ich jedoch heute scheinbar Erfolg mit grauen Shinies hatte und Akub, wollte ich mich jetzt noch auf die Suche nach einem Johto-Shiny machen, das ich ebenfalls seit Ewigkeiten feiere. Shiny Schneckmack. Ein silbergräulicher Haufen Lava mit Augen. Alles, was man sich von einem Shiny wünschen kann. Also begab ich mich zu einem weiteren neuen Gebiet, nämlich dem Inferno-Pass, wo es Zeit für ein weiteres Sandwich wurde. Und ich kann nur sagen, lasst mich niemals hinter die Theke eines Subways gelangen. Ihr seht, Action geladen. Das war nicht so gut. Und jetzt stapeln wir die Frikadelle auf die Tomaten. Mmh, ein Gedicht. Hey, es ist nicht runtergerutscht. Technisch gesehen hat es noch Kontakt zum Brot. Aber hey, irgendwie funktionierte es doch noch und das hier ist wirklich der perfekte Spot. Denn tagsüber spawnen hier mit einem Feuersandwich fast ausschließlich Schneckmack in Hülle und Fülle. Es gab jedoch auch ein Problem dabei. Auf dem grauen Felsgeröll des Inferno-Passes kann das graue Schneckmack wirklich schwer zu erkennen sein. Doch meinen geschulten Shiny-Adleraugen entgeht nichts. Toffifee finde ich auch gut. Oh, ich... Ich glaube, der steht auch auf Toffifee. Und somit haben wir dank Toffi, dem Schneckmark, ein weiteres Shiny-Sandwich erfolgreich genutzt. Ich hatte zwar noch jede Menge Zeit vom Sandwich übrig, aber eigentlich brauchte ich kein weiteres. Dann schnappt man sich trotzdem noch eine Shiny-Schnecke. Oh mein Gott, schaut sie euch an. Brother. Ich schwöre euch, keine 3 Minuten später fand ich direkt die nächste graue Schnecke. Was bedeutet, dass ich The Mac nun zu einem Makago entwickeln könnte. Aber hier ist das Ding. Ich war immer der Meinung, dass Makagos Shiny ein heftiges Downgrade im Vergleich zu Schneckmack war. Doch dank der Power der Karmesin und Purpur Models sollte sich diese Meinung ändern. Aber ich bin gespannt. Seid ihr bereit für das Shiny? The Mac entwickelt sich. Wenn man diesen Spielen eine Sache lassen muss, dann, dass die Models der Pokémon wirklich fantastisch aussehen. Die Flammen und das Magma zwischen den Rissen von Makagos Panzer, absolut wundervoll. Somit ging mein erster richtiger Shiny-Hunting-Stream sehr erfolgreich mit 5 neuen schimmernden Freunden zu Ende. Ein ziemlich guter Einstieg, würde ich sagen. Doch ich war nicht bereit für den Horror, der mich am nächsten Tag erwartete. Wie schon gesagt, es war ein sehr shiny-reicher erster Stream und ich war somit guter Dinge für den nächsten Tag. Doch viele Shinies bedeuten für mich auch wenig Geheimgewürze. Meine Vorräte waren massiv erschöpft. Ich musste etwas dagegen tun. Ich meine, ich habe noch 18 Shiny-Pokémon hier zu fangen. Nun, wir haben jetzt 2 Möglichkeiten, effektiv Geheimgewürze zu farmen. Zum einen gibt es bestimmte Pokémon in Raids, die eine erhöhte Chance haben, welche zu droppen. Aber sind wir ehrlich, das könnte ewig dauern. Doch glücklicherweise gibt es eine sehr viel bessere Methode, um in diesem Spiel schnell Geheimgewürze zu bekommen. Und zwar durch diesen netten Herrn. Dieser Mann steht vor dem Kulturzentrum und hat ein besonderes Hobby. Stühle schnitzen, sobald ihr ihm eine passende Campingtischdecke zeigt. Und hey, als jemand, der 24 Stunden seines Lebens opfert, um bunte Pokémon zu suchen, steht es mir nicht zu, dieses Hobby zu hinterfragen. Doch wenn ihr ihm jede Tischdecke im Spiel gezeigt habt, dann schenkt er euch ganze 10 Geheimgewürze auf einen Schlag. 10 Gewürze. Einfach so. Guter Mann, wo waren sie, als Peppers Mastifioso sie gebraucht hat? Die meisten Tischdecken kann man einfach bei den Nickpick-Läden in Missalona, Garafosa und Fermanka City kaufen. Doch es gibt eine Tischdecke, die man sich tatsächlich erarbeiten muss. Dafür begab ich mich zurück nach Moldrit und zu dem Olivenspiel. Ihr wisst schon, die Arena-Prüfung, bei der wir Rocket League of Wish bestellt haben. Was ich jedoch unmöglich vorhersehen konnte, war, dass das hier eine der grauenvollsten, zermürbendsten und schmerzhaftesten Erfahrungen war, die ich je in einem Pokémon-Spiel machen musste. Okay, das Ziel klingt erstmal einfach. Die Olive muss in unter 2,5 Minuten in den Korb gebracht werden, damit wir die Tischdecke am Ende erhalten. Es gibt nur ein großes Problem, die Physik. Die Bewegungen dieser Olive sind komplett unkontrollier und unvorhersehbar. Die Steuerung macht es nahezu unmöglich, das Ding in die gewünschte Richtung zu bewegen, egal wie vorsichtig man sich dabei auch anstellt. Oh, und nebenbei, wenn die Olive oder auch ich selbst außerhalb der Arena lande, dann werden wir wieder zum Anfang zurück.
zurückgesetzt, während der Timer eiskalt weiterläuft. All das zusammen mit dem ständigen Bouncing-Sound der Olive sorgte für ein Spektakel, das nur besser gewesen wäre, wenn es von einem mexikanischen Fußballkommentator nach 10 Espresso kommentiert worden wäre. Let's go. Ich habe keine Ahnung, ob das schwer ist oder nicht. Ich habe es noch nie gemacht. Kann ich das hier drüber schießen? Das geht bestimmt. Nein. Nein. Oh mein Gott. We did it. Ich werde es jetzt wohl noch schaffen, innerhalb von einer Minute das Ding da vorne in den Korb zu kriegen. Nein. Ich bin sicher, wenn wir es so machen, ist es viel einfacher. Sehr viel einfacher. Durch. Oh mein Gott. Ah, komm schon. Okay, sie liegt oben. Das ist schon gut. Nein. Hey, Dankeschön für den Prime Sub. Vielen, vielen lieben Dank. Nein, wag es nicht. Die Olive ist auch vom... Ja, die ist auch vom Oni besessen. Es ist die Olive. Sind Oliven eigentlich Gemüse? Ich kann auf jeden Fall sagen, dass Oliven ganz große... sind. Einfach schieben. Das war nur ein schlechter... Nur ein schlechter Start, kein Problem. Was hast du gegen Oliven? Nichts Wirksames. Okay. Dürfte easy sein, den Berg hier hoch. Ja. Wie war das jetzt überhaupt möglich? Aller guten Dinge sind 68. Über eine halbe Stunde lang habe ich versucht, der Olive Herr zu werden. Und dann endlich die Erlösung. Du hast es doch so gut wie geschafft. Das war furchtbar. Ich kann nicht genug betonen, wie erleichtert ich war, als ich die letzte Tischdecke endlich bekam. Ich schwöre euch, diese Frau wusste ganz genau, auf was ich mich da eingelassen habe. Aber jetzt konnte ich endlich zu dem alten Herrn zurück, mir meine Geheimgewürze abholen und ganz entspannt weiter Shinies suchen. Ich bin jedoch nicht sicher, ob es das lebenslange Trauma wert war. Oh, außerdem musste ich an dem Punkt ein wenig Olivenfrust loswerden. Ja, jetzt geht's mir besser. Doch wisst ihr was? Es hat sich absolut gelohnt. Mit den neuen Geheimgewürzen konnte ich wieder weiter hunten und mein Shiny Luck nahm richtig Fahrt auf. Zuerst checkte ich einen Nazgul Outbreak, denn die goldene Kompassnase fand ich schon immer mega cool. Oh, Nazgul. Oh mein Gott, das war Jumpscare, Alter. Ein cooles Detail an Nazgul übrigens ist, dass diese Pokémon immer allesamt nach Norden zeigen. Ich war also mächtig überrascht, als ich mein Shiny Nazgul fand, es aus dem Ball ließ und es nach Osten zeigte. Dieses Nazgul war offensichtlich anders als die anderen nach Norden Gucker. Es war der Auserwählte. Darum nannten wir es Ostgnet. Zum nächsten Shiny. Dafür begab ich mich zu einem Fluss am Fuße eines Wasserfalls, um mit einem Flugsandwich eines meiner liebsten Shiny-Pokémon im ganzen Spiel zu hunten. Nämlich Picolente. Ich meine, ich liebe Enten-Pokémon und die hier ist pink. Leider spawnten hier auch noch andere Flug-Pokémon wie Staravia, Staralili oder Maskeregen. Die Chance, hier ausgerechnet Picolente zu finden, war also... Oh mein Gott! Oh, hier sind so viele Flug-Pokémon gespawnt und es ist doch die Ente geworden. Kommen Sie! Yeah, Karpitz, du hast es komplett verdeckt. Das Ding ist so cool. Ich musste es einfach im Sympaball fangen und ihm den Namen Piccolini geben. Und hey, selbst wenn es nicht Picolente geworden wäre, mein Chat machte mich darauf aufmerksam, dass andere Shiny-Pokémon auch echt gut ausgesehen hätten. Was gering, grün als Shiny. Oh. Ein paar Sekunden später. Oh, ihr habt recht, der ist ja grün. Ja, das war gutes Timing. Und durch ihr auffälliges Flügelmuster gab ich ihr den Namen Majora. Wie ihr vielleicht schon festgestellt habt, habe ich jedoch bislang nur Pokémon gehuntet, die es bereits in älteren Spielen gegeben hat. Was ist also mit den brandneuen Pokémon, die über das DLC eingeführt wurden? Nun, es gibt 8 neue Pokémon, die das DLC hervorbrachte, wovon man mehr als die Hälfte nicht in Shiny bekommen kann. Doch ein Pokémon, das ich unbedingt fangen wollte, war Shiny Sirapfel. Die neue Entwicklung für den kleinen Apfeldrachen Knapfel. Natürlich könnte ich mich hier zur Apfelplantage oder diesem verlassenen Ackerfeld begeben, um Knapfel zu hunten, aber ich wollte eine coolere Methode ausprobieren. Was für mich bedeutete...
Zurück in Paldea begab ich mich in den guten alten Schmierhain. Ein weiterer Ort, wo man Knapfel finden kann. Doch hier gibt es eine Shiny Hunting Methode, die so einfach ist, dass wir nicht mal unseren Controller benötigen. Oh mein Gott, Videospiele sind plötzlich so viel besser. Okay, Schritt 1. Wir speichern das Spiel und machen ein Drachen-Sandwich mit einem Belag, der absolut zum Loskotzen aussieht. Schritt 2. Wir nehmen uns ein möglichst großes Pokémon an die Spitze unseres Teams. Ich habe dafür den Herrn der Lüfte und des Klimas gewählt. Schritt 3. Wir lassen einen Knapfel von diesem Baum runterfallen, setzen unsere Rayquaza per Autokampf auf es an und ziehen uns zur Team Star Basis zurück. Von hier an wird die gesamte Sandwich-Dauer lang ein neues Knapfel im Baum spawnen, runterfallen, von Rayquaza vernichtet werden und das geht so lange weiter, bis ein Shiny auftaucht oder das Sandwich endet. Und das, ohne dass wir auch nur einmal den Controller dafür anfassen. Eine nette Shiny-Hunting-Methode, die wir ab diesem Punkt einmal täglich ausprobierten. Einmal täglich. Das bedeutet... Was tun wir der Umwelt an? Wieder in Kitakami gelandet, begann ich meinen vierten Streamtag dann mit einem neuen Outbreak, den ich mir tatsächlich auch wirklich gewünscht habe. Utut. Ich habe vor Jahren mal zufällig ein Shiny Noctu in Schwert und Schild gefunden, aber ich liebe auch die kleine gelbe runde Eule. Ich meine, guckt sie euch an, sie ist so gelb und rund. Also dann, ab zum Outbreak. Ein Begegnungskraft-Sandwich zubereiten und... Ey, ich hab eine ganze Minute dafür gebraucht, okay? Holy shit, das hat ja ewig gedauert. Die längste Minute meines Lebens. Ja, ich glaube, so schnell habe ich noch nie ein Shiny-Pokémon in diesem Spiel gefunden. Ein guter Start in diesen Tag. Diesen süßen runden Fratz nannte ich Jabba the Hutt. Doch verstörender als dieser Name ist wohl eher der Pokédex-Eintrag. Da es die Uhrzeit präzise ansagt, gilt es in manchen Ländern als Gottheit der Weisheit. Damit ich das so richtig verstehe. Das Ding ist als Gottheit bekannt, weil es die Uhrzeit ansagen kann. Kitakami, darf ich euch mit eurem neuen Gott vertraut machen? Meinem Mobiltelefon. Okay, behalten wir das Shiny-Glück bei und begeben uns zurück zum Inferno-Pass. Mittlerweile meiner Meinung nach einer der besten Shiny-Hunting-Locations im gesamten Spiel. Hier suche ich eines der underratedsten Shinies aller Zeiten. Shiny Smogon. Die türkise Farbe des Körpers, die rosanen Rauchwolken, das Charme. Charmante Lächeln, definitiv eines der besten Shiny-Pokémon für mich. Und ähnlich wie bei Schneckmark, wenn wir hier ein Gift-Sandwich zubereiten, werden nahezu ausschließlich Smogon auftauchen. Ich will gar nicht wissen, wie krass wir hier die Luft verpesten. Oder in anderen Worten, eventuell waren wir doch einfach das beste Squad. Genauso wie dieses Smogon, das wir unserem Squad gleich hinzufügen werden. Danke, Gengar, du hast sie komplett verdeckt. Dieses Shiny sieht so gut aus und ist leider auch sehr gefährlich. Denn wilde Smogon haben gleich zwei Moves, um sich selbst zu besiegen. Memento Mori und Explosion. Aus diesem Grund habe ich hier ein Gengar zur Hand genommen, das mit Verhöhner die Memento Mori-Attacke blockierte und ohnehin immun gegen Explosionen war und konnte es somit fix einfangen. Wir ignorieren den Fakt, dass ich das Smogon mit Explosionen trotzdem hätte zerstören können. Und wo wir es heute schon mit Shinies und gutem Timing hatten, ob Blueberry auch süß. Ja, ich denke, das da vorne könnten wir Blueberry nennen. Das wäre eine gute Idee, schätze ich. Das ist doch passend. Yeah! We gamen! So fing ich mir also glücklicherweise gleich noch ein zweites Smogon, das ich dann wirklich Blueberry nannte. Und entwickelte es schließlich zu einem wunderschönen Smogmog weiter. Leider fand ich kein drittes Smogon, um auch noch Galar Smogmog mitzunehmen. Aber hey, ich will mich wirklich nicht beschweren. Nach diesen zwei sehr glücklichen, aber auch nervenaufreibenden Hunts, sollten wir uns als nächstes vielleicht wieder etwas entspannterem widmen. Und ihr wisst, was das bedeutet. Heute war Groudon der Auserwählte, der nach grünen Äpfeln pflücken durfte. Und es war wirklich viel zu lustig, wenn Leute erstmals in den Stream kamen und keine Ahnung hatten, warum meine Legendaries dort für eine halbe Stunde Knapfel schlechteten. Aber leider hat Knapfel auch an diesem Tag keine Lust auf uns gehabt. Somit traten wir unseren Flug zurück nach Kitakami an und ich versuchte noch einen Riolu-Outbreak mitzunehmen, aber... leider ohne Erfolg. Man könnte sagen, dass wir an diesem Tag stark nachgelassen haben. Aber hey, nach diesem super glücklichen Start ist das, denke ich, verschmerzbar. Zu diesem Zeitpunkt habe ich bereits etwa 8 Stunden lang gehuntet und 12 Shiny-Pokémon gefangen. Wir liegen also gut in der Zeit. Jedenfalls vorerst. An Tag 5 wurde dieses Projekt dann langsam offiziell und professionell. Ich hatte endlich wieder so etwas wie einen Hintergrund, der nicht nur aus Raufasertapete bestand und auch endlich einen Timer im Stream eingebaut. Was bedeutete... von diesem
Video gab es kein Zurück mehr. Heute versuchte ich gleich zwei Pokémon gleichzeitig zu hunten, da ich zwei passende Outbreaks dafür hatte. Weberak und Samurzel. Zwei Pokémon aus meiner Kindheit, deren Shinies ich als extrem farbenfroh und hübsch in Erinnerung hatte. Das Problem ist, dass Weberak vermehrt bei Nacht spawnt. Deswegen huntete ich tagsüber die Eichel und nachts die Spinne. Das war ein 24/7-Job. Oh, und es war dieser Moment, als ich feststellte, dass ich nach fast einem Jahr und 400 Stunden Spielzeit immer noch nicht alle Sandwich-Zutaten hatte. Ich habe all die Zeit den guten Namen dieses Mannes beschmutzt. Beschmutzt, 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 beschmutzt. Doch um meinen Namen wieder reinzuwaschen, feierten wir nach anderthalb Stunden endlich den ersten Erfolg des heutigen Streams. Oh! Shiny Weberak sieht nicht nur unverschämt hübsch aus, es hat auch ein paar echt starke Dance-Moves auf dem Kasten. Nachdem wir Wilds also endlich gefunden haben, war es an der Zeit, sich wieder an die Eicheln zu wagen. Aber dieses Ding war offenbar gar kein Fan von mir. Und auch den ganzen restlichen Stream über wollte es nicht auftauchen. Also war es mal wieder Zeit für ein bisschen entspannten Content. Und ich meine, ihr wisst wohl mittlerweile, was das... Eine weitere halbe Stunde Apfelernte stand an. Heute mit freundlicher Unterstützung... von Satan. Ich werde mich nie daran satt sehen, wie solche gigantischen Legenden wie dieses Shiny Giratina, welches seinen damals in Platin quasi direkt in die Hölle hinabzog, heutzutage dazu degradiert wurde, Äpfel zu pflücken. Aber sollte Giratina endlich Erfolg haben? Kreide war gerade so ein heißer Trend. Guckt euch Giratina an, er auch so. Dad, Dad, bist du stolz auf mich? Oh nein, okay, ja, jetzt ist er sehr müde. Du darfst dich entspannen, Mignon. Yeah! Oh mein Gott, seht ihr, was ich sehe? Kapelt, sei vorsichtig! Knapfel hat den High Ground! It's over, Anakin! I have the High Ground! So haben wir also endlich Granny Smith gefunden, ohne den Controller auch nur einmal zu bewegen. Doch nun, wo wir den Apfel haben, wird es Zeit, ihn zu importieren. Zurück in Kitakami kaufte ich einen saftigen Apfel und machte aus diesem Knapfel eines der besten Shinies im gesamten Spiel. Doch der goldene Apfel sieht nicht nur insane gut aus, nein, der Sirup aus seiner Signature-Attacke ändert in der Shiny-Form sogar die Farbe. Das ist so ein cooles Detail, von dem ich mir gerne noch mehr wünschen würde. Auf jeden Fall ein perfekter Abschluss für den heutigen Tag. Vor allem ist es sehr einfach, Sirapfel einen guten Spitznamen zu geben. Willkommen, Sir Apfel. Mit 14 Shinies in unter 11 Stunden waren wir auf jeden Fall immer noch ziemlich gut dabei. Doch es gibt noch ein weiteres neues Shiny-Pokémon, auf das ich so nicht vorbereitet war. Mein nächster Stream fand am 25. September statt, einem Montag. Aber ihr müsst wissen, normalerweise streame ich montags nicht. Das änderte sich in diesem Fall jedoch, als ich nichtsahnend mein Spiel öffnete und ein kleines, zunächst unscheinbares Fragezeichen meine Aufmerksamkeit auf sich zog. Ein Outbreak von einem Pokémon, das ich noch nicht gesehen habe? Aber mein Kitakami-Dex ist doch komplett? Nun, in diesem Outbreak wartete kein komplett neues Pokémon auf mich, sondern die Form eines Pokémon, die mir bislang fehlte. Und zwar von diesem kleinen Ding hier, dem neuen T-Pokémon Morcha. Zur Erklärung. So wie Fatalité und Mortipod eine Fälschungs- und eine Originalform haben, so hat auch Morcha eine simple Form und eine Kostbarkeitsform. Die Wahrscheinlichkeit, ein Morcha in dieser kostbaren Form zu finden, liegt jedoch ebenfalls bei gerade mal 1%. Und wenn ihr dachtet, Mortipod wäre in seiner Originalform schwer zu erkennen gewesen, weil der einzige Unterschied ein kleiner Sticker auf der Innenseite der Kanne ist, bei Morcha ist das ein winziger, kaum erkennbarer Stempel. Doch was hat das jetzt mit diesem mysteriösen Outbreak zu tun? Nun, da ich die Kostbarkeitsform noch nicht im Pokédex registriert hatte, konnte dieses Fragezeichen nur eines bedeuten. Jedes einzelne Morcha, das hier auftaucht, ist die seltene Kostbarkeitsform. Selten in Anführungszeichen. Mein Gott, die Inflation schreitet schnell voran. Dieser Outbreak war also die Gelegenheit, endlich ein Shiny Morcha in der Kostbarkeitsform zu finden. Ich schmiss also direkt den Stream an und begann die Jagd im Bambuswald. Allerdings gab es hier drei Probleme. Nummer 1, Morchas Shiny ist per se nicht schlecht und wenn man die Artworks so nebeneinander sieht, sollte es eindeutig zu erkennen sein. Aber das Problem ist, Nummer 2, Morcha ist winzig und durch die Beleuchtung in Karmesin und Purpur muss ich wirklich
wirklich an jedes einzelne heran, um genau nachzuschauen, ob es leicht moosgrün schimmelt. Und Nummer 3, ich konnte kein Sandwich mit Begegnungskraft zubereiten, da man so eventuell Mordscha in der simplen Form anlockt. Aber hey, bis hierhin hatten wir einen ziemlich guten Lauf. Es sollte also unmöglich lange dauern, bis wir unser erstes Shiny finden. Und damit hatte ich recht. Ah. Oh mein Gott, ich habe was gesehen. Oh nein, das darf nicht sein. Ah! Der ist grün da hinten, aber das ist nicht das, was wir suchten. Yes, das war mein erstes Shiny in Kitakami, das komplett zufällig kam. Und das ich nicht aktiv mit einer Methode gehandelt habe. Gut, dass ich davon schon 2 Stück hatte. Aber dennoch ein cooles Pokémon und hey, ein grünes Shiny, das sollte die Moral hochhalten. 2 Stunden später. Yeah, 2,5 Stunden lang passierte rein gar nichts. Ich war sogar schon an dem Punkt, dass ich ein Sandwich zubereitete, wodurch die Mordscha größer wurden, aus Angst, das Shiny einfach zu übersehen. Aber nichts. Es sah schlecht aus. Der Timer zählte immer weiter. Sollte Mordscha das Ende meiner Challenge sein, 24 Shinies in 24 Stunden zu finden? Ich hatte die Hoffnung wirklich fast aufgegeben. Doch dann... Hauptsache, es ist die Kostbarkeitsform. Oh mein Gott, da ist sie. Sie ist leicht grünlich. Da ist der Stempel. Oh. Wir speichern zu 100% vorher. Oh nein, warte mal, ich brauche ein Pokémon mit Verhöhner. Sir, könnten Sie bitte runterkommen? Da war es also nun, Theodor, unser seltenes Shiny Mordscha in der Kostbarkeitsform. Das hier ist wirklich ein ungemein interessanter Shiny Hunt gewesen. Und auch wenn er mit Abstand am längsten gedauert hat, definitiv eine coole Erfahrung, die ich jedem Shiny Hunter empfehlen kann, der viel zu viel Zeit in seinem Leben hat. Die größte Hürde dieser Challenge bislang wurde also bezwungen. Nach dieser anstrengenden Prozedur sollten wir uns also nun etwas Entspannterem widmen. Spaß, ich habe noch ein zweites gesucht. Aber hey, so konnte ich eines schon mal zu Fatalicha entwickeln. Und warum auch nicht, wenn man schon mal den Outbreak da hat. Oh, und auf dem Weg zum Shiny Fatalicha. Oh ja, und willkommen, Damiel. Wir hatten an diesem Punkt noch circa 10 Stunden auf dem Timer und bereits 18 Shiny Pokémon gefangen. Die übrigen 6 sollten also wirklich kein Problem sein. An diesem Tag wollte ich mal wieder entspannt mit Schillerkraft-Sandwiches hunten. Und zwar suchte ich dafür das unfassbar hübsche Shiny Rokara. Diese traumhafte Kreatur finden wir in der geheimen Höhle am Kristallsee. Lassen uns ein bisschen hinabgleiten und fahren dann in diese Kuhle hinein. Und bäm, überall Rokaren und eine dicke Blume. Das Coole ist, wenn wir hier ein Gestein- oder Feen-Sandwich zubereiten, dann spawnen ausschließlich Rokara in dieser kleinen Höhle. Das sollte also eine recht kurze Angelegenheit werden. Die Strategie war also wie folgt. Ich machte in der Mitte der Höhle ein Picknick, was ziemlich clunky ist, da man fast immer zu wenig Platz dafür hat, gehen kurz zum Einstieg der Höhle, lassen neue Rokara spawnen, schauen nach, ob ein Shiny dabei ist und wiederholen den Prozess. Etwas umständlich, aber insgesamt trotzdem entspannt machbar. Ja, ich habe 3 Stunden lang gar nichts gefunden. Richtig, das war der erste Stream dieser Challenge, in der ich absolut kein einziges Shiny-Pokémon gefunden habe. Was einen krassen Zeitverlust bedeutete. Doch ich wollte mich nicht geschlagen geben. Früher oder später würde ich zurückkommen und den Stein an mich nehmen. Mach ne Fliege! Ganz nett haben sie's hier. Und hey, es sollte auch nicht ganz umsonst sein. Oh, hi. Ja, während ich Gameplay für ein anderes Video aufnahm, bin ich zufällig einem Shiny Lotus über den Weg gelaufen. Und an die 300 Leute, die mich in den Kommentaren fragten, ob ich es mitgenommen habe, ja, das habe ich. Darf ich vorstellen? Roturzel. Das Ding ist, ich habe hier weder geshiny hunted, noch lief der Timer, weil das Ganze nicht im Stream passiert ist, aber ich habe mir die Freiheit genommen, es trotzdem in meine Kollektion mit aufzunehmen. Eine kleine Entschuldigung vom Spiel nach dem Rokara-Schlamassel. Für den nächsten Streamtag hatte ich jedoch etwas Besonderes geplant. Denn während ich diese Challenge durchzog, begann in dem Spiel das allererste Outbreak-Event mit Pipi. Überall auf der Map waren ein ganzes Wochenende lang Pipi-Outbreaks zu finden. Egal ob Kitakami, Paldea, wirklich überall tauchten die pinken Dinger auf. Was zum... Dadurch war es nicht nur einfach ein Shiny Pipi zu finden, nein, in diesen Outbreaks konnte jedes Pipi zu einer 5% Chance das sogenannte Heiterkeitszeichen tragen. Ich hatte also ein neues Ziel, ein Shiny Pipi mit diesem seltenen Zeichen zu fangen. Doch für dieses Unterfangen brauchte ich moralische Unterstützung. Also veranstaltete ich mit der lieben Sayumi auf Twitch ein kleines Shiny Race. Wer zuerst das Shiny Pipi mit dem seltenen Zeichen findet, gewinnt. Dafür spielten wir sogar in derselben Spielwelt, was bedeutet, dass wir uns theoretisch
sogar gegenseitig unsere Shinies klauen könnten. Ja, das sollte vielversprechend sein. Wir machten uns also bereit. Das Sandwich wurde zubereitet. Die Piepen waren da. Wir machten noch ein kitschiges Foto gemeinsam und dann ging es los. Doch ein Shiny mit einem 5%-Zeichen zu fangen, könnte trotz allem ewig dauern. Zum Glück haben wir dafür den ganzen Stream eingeplant. Wir können uns also ruhig Zeit damit lassen. Das können wir später auch in anderen Gebieten anwenden. Oder in Paldea. Freilich frei in Paldea. Hast du eins? Ja. Ein Shiny für mich. Da ist er. Oh nein. Du kriegst dieses Pipi nur über meine Leiche. Pipi, ich werde dich beschützen. Nein. Oh mein Gott. Was hast du getan? Oder? Ich bin gespannt. Ich hoffe. Oh, ich hoffe, es hat noch nicht direkt das Zeichen. Das wäre ein bisschen antiklimaktisch. Es hat einen Titel. Oh, aber welchen? Oh Gott. Bitte nicht. Es hat das Heitergeistzeichen. Yeah. Ich habe gewonnen. Ist das dein Ernst? Ja, yeah, Lena hat das ultra seltene Shiny Pipi mit dem Heiterkeitszeichen nach nicht mal 10 Minuten beim ersten Versuch gefunden. Wir konnten es alle nicht fassen. Das war insane. Die Wahrscheinlichkeit, so eines zu finden, lag bei 0,01%. Mein Spiel selbst kam scheinbar auch gar nicht darauf klar. Ich meine, guckt euch an, wo die Raids plötzlich anfingen zu spawnen. Tja, wir haben diesen Shiny Hunt eigentlich für über 3 Stunden lang angesetzt und waren nach 10 Minuten fertig. Also mussten wir improvisieren. Glücklicherweise hatte Lena noch einige andere coole Outbreaks in ihrer Spielwelt, in die wir reinschauen konnten. Wie zum Beispiel ein Voldemort-Outbreak. Und dieses Mal, also mit der Einstellung wundert es mich gar nicht, dass er deinen Befehl nicht Folge leistet. Oh mein Gott, da ist... Ah, rein da! Let's go! Das war mein Ausbruch! Gehen Sie weg! Ich schwöre, als ich den blauen Käfer sah, ging mein Puls direkt auf Overdrive und genau so preschte ich dem Ding auch entgegen. Sehr knappe Kiste. Der kleine Fratz. Oh mein Gott, er twerkt. Warum tust du das, Wollbeats? Oh nein. Warum? Ja, ich denke, Only Beats ist ein guter Name für dich. Und ich konnte mich an Lena rächen. Oh nee, das ist deins, oder? Entschuldigung. Entschuldigung, das habe ich nicht gesagt. Das kam so raus, Junge. Da war ich so wütend gerade. Ich hasse dich so. Aber keine Sorge, sie hat auch noch ihren blauen Käfer bekommen. Und passend dazu konnte ich mir auch noch ein Shiny Yanma fangen, das bei Lena im Spiel aus irgendwelchen Gründen nicht mal zu sehen war. Ja, ich liebe Karmesin und Purpur. Aber hey, Yanmega sieht insane aus in diesem Game. Und mit fast 20 Stunden auf dem Konto und mittlerweile 21 Shiny Pokémon sind wir dem Ziel schon sehr nah. Der morgige Stream sollte also definitiv das Finale dieser Challenge werden. Okay, der letzte Tag ist angebrochen. Das Ziel, 24 Shinies in 24 Stunden zu fangen, hatte ich fest vor Augen. Und auf einer persönlichen Note wollte ich heute unbedingt Rokara bezwingen. Doch zum Aufwärmen begab ich mich erstmal zu einem Outbreak von einem der meinem Gefühl nach beliebtesten Pokémon des DLCs, Mingiras. Dieser kleine Drache sieht in Karmesin und Purpur wirklich fantastisch aus. Das Shiny wiederum... Nicht, dass es schlecht aussieht, ich will nur sagen, dass es so grell ist, dass ich es spätestens daran bemerken werde, wenn meine Augäpfel explodieren. Mit einem Begegnungskraft-Sandwich tauchten auch schon viele Mini-Ras auf. Ich fing also direkt damit an, sie alle zu besiegen und hatte ein gutes Gefühl, schnell mit einem coolen Shiny reinzustarten und Zeit wettzumachen. Um dann 20 Minuten später zu merken, dass all diese Mini-Ras nicht zum Outbreak zählten und ich die alle umsonst besiegt habe, ohne die Shiny-Chance damit zu erhöhen. Ich hatte noch keinen Kaffee diesen Morgen, okay? Den kleinen Herzdrachen haben wir also schließlich noch mitnehmen können und mit noch circa 3 Stunden auf der Uhr fehlen uns noch 2 Shiny Pokémon, um die Challenge zu schaffen. Okay, an diesem Punkt konnte ich mich nicht länger drücken. Es war Zeit, sich Rokara erneut zu stellen. Und ich darf feierlich verkünden, dass es dieses Mal genauso schrecklich startete wie beim letzten Mal. Immer wieder verließ ich die Höhle und hoffte, einen schwarz-blauen Stein zu sehen, aber die Minuten vergingen ohne ein weiteres Shiny. Nur noch 2 Stunden waren auf dem Timer und es sah langsam wirklich düster aus. Es schien, als würde ich diese Challenge nicht mehr rechtzeitig schaffen. Doch dann, als mich meine Freundin zwischendurch mit einer Tasse Kaffee zur Stärkung überraschte, geschah es. Lena, du hast...
hast das Glück mitgebracht. Es war also geschafft. Der Fluch war endlich gebrochen. Der längste Hunt der Challenge war erfolgreich beendet. Und es hat sich absolut gelohnt. Dieses Ding sieht wahnsinnig gut aus. Doch zum Feiern war es noch etwas zu früh. Ich hatte noch ca. 95 Minuten Zeit, das letzte Shiny der Challenge zu fangen. Doch, was sollte es sein? Ich hatte Lust auf ein Shiny-Pokémon, über das ich bisher noch so gar nicht wirklich gesprochen habe. Nämlich Knuffenser, der Lauch mit den goldenen Blättern. Darum begab ich mich zum verlassenen Apfelfeld und machte ein Gift-Sandwich. Hier spawnten nun auch jede Menge anderer cooler Pokémon wie Rettern, Arbok oder Ariados. Apropos, was wäre das hier für ein Arbeitsplatz? Sir, wenn ich von giftigen Tieren umgeben leben wollte, würde ich nach Australien ziehen. Ich zog also meine Runden um das Apfelfeld, doch erneut nichts. Panik machte sich langsam erneut breit, denn die letzte Stunde hatte bereits angefangen. Dieses Mal bereitete ich ein Pflanzensandwich zu, wodurch zwar ebenfalls diverse andere Pokémon neben Knuffenser angelockt wurden, doch das war egal. Wichtig war nur noch ein Shiny in der letzten Stunde zu finden. Leider waren drei der Pokémon, die hier nun auftauchten, die komplette Matrifol-Reihe. Sehr coole Pokémon, versteht mich nicht falsch, aber meiner Meinung nach eine Reihe, bei der man schon etwas genauer hingucken muss, um das Shiny zu erkennen. Etwas, was ich angesichts des Zeitdrucks gar nicht gebrauchen konnte. Ich musste schneller werden. Ich musste nur noch schnell ein letztes Shiny finden. Es ging sogar schon so weit, dass ich anfing, mir durch die Lichtverhältnisse Shiny-Pokémon einzubilden. Das Samurzel ist so hell, dass ich gerade kurz dachte, es wäre ein Shiny. Warum ist das so hell? Hä? Ich habe gedacht, das wäre ein Beleuchtungsfehler. What? Okay, ja, ich muss eine Sache zugeben. Das Shiny ist sehr viel weniger cool, als ich es in Erinnerung hatte. Aber wenn ich bedenke, dass Samurzel uns noch einige Streams zuvor den Rücken gekehrt hat, fühlt es sich nun so an, als hätte sich der Kreis mit diesem kleinen Fratz endlich geschlossen. Und damit hätten wir nun noch offiziell 24 Shinies in 24 Stunden gefangen. Doch ich hatte noch etwas Zeit übrig. Die letzte halbe Stunde des Projektes wollte ich mit euch gemeinsam verbringen. Also schloss ich mich mit zwei freiwilligen Zuschauern zusammen, um gemeinsam in meiner Welt das letzte Shiny-Pokémon zu suchen. Und wenn ihr mich ein bisschen kennt, dann wisst ihr, dass dafür nur ein einziges in Frage kam. Nein, stopp! Ich kann diesen Gag nicht in jedem einzelnen Video bringen. Wir legten also zu dritt für ein Shiny-Normal-Sandwich zusammen und begannen unsere Suche nach einem Shiny-Visor. Während wir uns also mit 10 FPS durch die Weiten von Kitakami lagten, suchten wir alles weit und breit nach dieser majestätischen Kreatur ab und stellten auf halbem Wege fest, dass wir alle drei sogar bereits ein Shiny-Visenior besaßen. Eigentlich gab es keinen Grund für uns, dieses Ding weiter zu hunten, aber guckt uns an, wir sind adorable! By the way, liebe Grüße an Mio Todoroki und The Strange Busty. Danke, dass ihr euch die Zeit dafür und das süße Abschlussfoto genommen habt. Das hat wirklich Spaß gemacht. Doch haben wir das Shiny Visor zum Abschluss noch gefunden? Nun, leider nicht. Die letzten Minuten der Challenge vergingen, doch der kleine goldene Speer zeigte sich nicht mehr. Aber das war okay. Die Multiplayer-Session hat wirklich mega viel Spaß gemacht und mein Ziel habe ich trotzdem erreichen können. 24 Shinies in meinen ersten 24 Stunden Shiny Hunt in Kitakami. Danke an alle, die mir bei dieser Reise zugesehen und beigestanden haben. Und wenn ihr Bock auf noch mehr Pokémon-Challenges von mir habt, dann klickt gerne als nächstes auf dieses Video.